Friends und willkommen in meiner Küche zu diesem neuen Video Kaffeehopping in Berlin. Das Kaffeehopping hat ein spezielles Überthema. Mal schauen, wer es als erstes von euch rauskriegt. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Wer einmal in Japan war, weiß, wie krass populär dort diese gefüllten Crepes sind. Und in Berlin gibt es schon seit 2009 einen Laden, der die macht. Ich habe sie noch nie probiert und heute ist der Tag gekommen. Was würdest du denn empfehlen? Sehr gerne den Strawberry Caramel Cheesecake. Das ist Sebastian und er hat sich natürlich während eines Japan-Urlaubs in die Crepes verliebt. Und das Wichtige ist, dass die relativ kalt sind, bevor man die füllt, weil sonst schmilzt alles einfach weg. Friends, wir haben den japanischen Crepe gekauft. Ich habe jetzt ein Caramel Strawberry Cheesecake. Sieht so gut aus. Und ich beiße da jetzt gleich mal rein, bevor er sich total vollgesaugt hat mit der Karamellsoße. Let's go. Das ist eine absolute Köstlichkeit. Genau auch der richtige für mich mit dem Cheesecake und den Erdbeeren. Also erstmal, der Crepe ist so super dünn gemacht, was genial ist, weil dadurch habt ihr nur so mega wenig Teig. Und dann ist natürlich da einfach so ein riesig großes Stück Cheesecake drin. Und wer mich kennt, weiß, ich liebe Cheesecake und nichts könnte besser sein als ein Stück Cheesecake in einem Crepe. Ich zeige euch das nochmal. Da sieht man einfach genau den Cheesecake. Dann sind da so die Erdbeeren dabei, Sahne, Karamellsoße. Ich habe übrigens gelernt, dass man den isst wie so ein Wrap. Und du nimmst quasi immer so ein klein bisschen von diesem Papier weg, so. Und dann kannst du wieder reinbeißen. Die Crepe-Station war einfach nur krass und diesen Laden gibt es einfach seit 2009 und ich war noch nie da und jetzt, like, how should I live without it? Ist da wirklich einfach unglaublich gut. Hi Friends und willkommen im Winter in Berlin. Das Wetter ist richtig schrecklich und Berlin ist einfach nur ein Loch und deswegen setze ich jetzt die Kaffee-Hopping-Serie weiter fort und versuche damit meine Laune aufzubessern, weil Berlin im Winter ist echt einfach so. Wir gehen jetzt zu einem Ort, wo es so ein Lotus Cheesecake gibt. Ich habe den auf Instagram gesehen, blende ich euch gleich nochmal ein. Und den habe ich noch nie probiert, aber ich liebe Lotus Kekse. Ich finde, Lotus Kekse sind so mit die besten Kekse überhaupt, neben Oreos. Und wir probieren ihn aus. Let's go! Weil die Traurigkeit dieser Bilder einfach ohne Ton viel zu dramatisch wäre, spreche ich jetzt kurz ein bisschen rüber. Hunde sind übrigens die einzigen Kreaturen, die mich in diesem Winter aufheitern. Und dieser kleine Matzi hier hatte einfach ein Kostüm von Squid Game an. Wie cute! Meanwhile sind wir fast am Lotus Cheesecake angekommen. Er hat nicht nur so eine Lotus-Creme oben drauf, die kennt ihr bestimmt alle, sondern natürlich auch noch gecrumbelte Lotus-Kekse oben drüber. Und im Boden sind natürlich auch Lotus-Kekse. Lotus-Kekse drin. What do you expect? Das ist so cremig. Das ist fast schon nicht mehr von dieser Welt, muss man sagen. So cremig. Und dann mit diesem Lotus Cheesecake bzw. Käsekuchen. Also einfach der beste Kuchen auf der ganzen Welt, meiner Meinung nach. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr einen Lieblingskuchen habt. Kurzer Einschub von mir aus der Zukunft. Wenn euch dieses Video gefällt oder ihr allgemein meine Videos gerne guckt, dann lasst mega gerne ein Abo da. Ich weiß genau, dass die meisten von euch, die meine Videos gucken, noch kein Abo da gelassen haben. Also ich würde mich mega drüber freuen. Und wenn es euch gefällt, gerne auch einen Daumen nach oben. Und jetzt viel Spaß, weiter mit dem Video. Es war so lecker. Jetzt gehen wir zum nächsten Spot. Es ist ein japanisches Café, so ein bisschen more healthy. Aber ich dachte, wir essen da mal was Herzhaftes auf jeden Fall auch. Weil jetzt nur Kuchen zu essen wäre auch ein bisschen übertrieben. Weil wir uns bis jetzt nur von Süßkram ernährt haben an diesem Tag, gehen wir jetzt noch ein Onigiri essen. Das ist so ein japanisches Reisbällchen mit verschiedenen herzhaften Füllungen. Und das Ganze im Ukanti, ein sehr schöner japanischer Teeladen. Ich habe jetzt das Onigiri genommen mit Gurke und Ume drin und es ist noch ganz warm, auch wenn es ein bisschen kleinere Größe ist.
Mal gucken, wie satt ich davon werde. Okay, Alge ist nicht mehr so knusprig, weil ich zu langsam war. Let's try it. Also der Reis ist auf jeden Fall perfekt gekocht. Hat noch so richtig schönen Biss und das ist mega frisch mit der Gurke, die da drin ist. Aber mir persönlich ist es halt ein bisschen zu klein. Aber geschmacklich ist es auf jeden Fall sehr gut. Yes. Dann habe ich beim Hochheben vom Erdbeermochi aus Versehen ein bisschen die Schale verbogen und aber gleich wieder zurückgebogen. Nobody has seen anything. Strawberry Mochis sind einfach wahrscheinlich die schönsten Mochis, die es gibt. In dem Laden, der sich hier neben mir auf der linken Seite befindet, gibt es angeblich einen Kuchen aus Durian, also dieser Stinkefrucht. Ich habe noch nie Durian gegessen, weder in Thailand noch sonst irgendwo. Und deswegen gucke ich jetzt mal, ob es diesen Kuchen gibt. So, Friends, wir probieren jetzt einen Durian-Pandan-Kuchen. So sieht der Kuchen aus. Sieht sehr lecker aus und nicht nach Stinkefrucht. Es ist irgendwie frisches Durian-Mousse, wurde mir gesagt, mit Kokosmilch verfeinert und Pandan-Biscuit-Layers in Velvet-Optik. Und sieht wirklich sehr, sehr lecker aus. Wir riechen erstmal dran. Es riecht auf jeden Fall so ein bisschen, wie ich mir vorstellen würde, dass eine Durian riecht. Echt so einen sehr, sehr frischen Geruch. Sehr frisch, sehr Kokosmilch. Okay, wie ich einfach aus Versehen schon probieren wollte, weil ich einfach ein Automatismus-Girl bin. Das Bite, here we go. Ich muss noch mal ein Stück probieren. Also, das schmeckt echt mega crazy. Es schmeckt fast so ein bisschen wie so ein reiferer Käse. Diese Creme. Ich würde nicht sagen, dass ich es nicht mag, aber es hat relativ viel von so einem Camembert. Ja, doch. Viel Camembert. Und bis Pandan schmecke ich jetzt nicht, aber wow, das ist echt, das ist ein verrückter Kuchen. Ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich so sehr nach Durian schmeckt. Aber es schmeckt echt wie so ein bisschen so Camembert. Aber not that I don't like it. Es schmeckt gut, aber auf jeden Fall total crazy. Aber es hat auch so diese Freshness von so einer Frucht irgendwie, die auf jeden Fall ziemlich nice ist. Und diese Süße und Cremigkeit von der Kokosmilch. Ich gucke den Kuchen skeptisch an und er guckt mich zurück skeptisch an. Der Durian-Kuchen war crazy. Ich hätte irgendwie nie gedacht, dass es wirklich so krass nach Käse schmeckt. Das schmeckt, finde ich, eigentlich wie so ein Camembert. Und ja, so einen kleinen zwiebeligen Geschmack hat es irgendwie auch. Aber es war echt ein richtig crazy Geschmack. Und ich hätte gar nicht gedacht, dass man es wirklich so sehr rausschmeckt. Aber es war auf jeden Fall super interessant. Weil der Durian-Kuchen meine Experimentierfreudigkeit noch nicht genug gefordert hat, wollte ich danach noch ein Espresso probieren. In diesem vietnamesischen Café hier gibt es diese Mischung aus Espresso, Eigelb und Kondensmilch. Und da ich überhaupt gar keine Ahnung hatte, wie das schmecken soll, wollte ich das unbedingt mal austesten. Was denkt ihr, würde euch das schmecken? Ich habe zwei Dinge bestellt. Erstens ein Matcha Crepe Cake und dann habe ich noch bestellt ein Espresso in seinem kleinen zierlichen Tässchen hier. Das ist eine Mischung aus Eigelb, Kondensmilch und Espresso, wurde mir gesagt. Und das werden wir jetzt gleich mal testen, wie das schmeckt. So Eigelb und Espresso, weiß ich nicht, ob das so die Kombi wäre, wo ich mir denke, das schmeckt mega gut. Aber we will try und dann sind wir schlauer. Schmeckt viel besser, als ich mit gerechnet hätte. Es ist super cremig und ich finde gar nicht mal so eilastig, wie man denken könnte. Schmeckt eigentlich super foamy und so ein bisschen süß. Ich mag eigentlich kein Espresso, aber das mag ich sehr. Wahrscheinlich noch mehr nach Matcha schmecken. Aber ich muss sagen, den Espresso finde ich fast noch besser. Positiv. Ja, was willst du empfehlen? Moment. Very, very strawberry. All
Ja. Auch gut. Ich wollte nicht fragen, was du empfiehlst, weil steht, du empfiehlst alles. Okay. Das ist Song Hae und sie hat ein koreanisches Café in Berlin und macht dort koreanisches Gebäck und Kuchen und auch frische Strawberry Milk. Und die habe ich auch noch nie probiert und ich weiß, es ist keine Strawberry Season, aber ich habe sie trotzdem getrunken. Sie hatte dann zur Strawberry Milk empfohlen den Very Berry Strawberry Roll Cake und ich habe natürlich auf sie gehört. Schmeckt so gut nach Erdbeere. Und der Roll Cake ist auch einfach so perfekt fluffig. Erdbeerhimmel. Erdbeermilch. Frische Erdbeerstückchen und auch so Erdbeermarmelade oder Creme. Ich würde so nehmen. Schön rosa. Perfekte Erdbeermilch. Nicht zu süß. Aber schon gleichzeitig ziemlich süß. Schön viele frische Erdbeeren drin. Oh, und eiskalt. Habt ihr eigentlich schon mal Durian probiert? Oder bin ich irgendwie so die Einzige, die das noch nie probiert hat? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ja, ich habe eine Wärmflasche dabei, weil es ist einfach arschkalt. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo dalasst oder einen Daumen nach oben. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video und meanwhile könnt ihr euch dieses Video hier drüben gönnen. Da teste ich die Foodtrend 2023 in Berlin und da sind so einige spannende Spots dabei.